Ladies and Gentlemen, erinnert euch zufällig noch daran, wie wir mal in einem Minecraft-Stream gesagt haben, wir wollen ein Lied aus dem geilen Cat-Song machen. So, und was wir jetzt haben ist, wir sind gerade auf dem Weg in ein Tonstudio, um mit Henning Mai genau das zu tun. Das ist ein bisschen bescheuert, aber der war auch schon einmal bei mir zu Hause, da war Bram auch dabei und dann haben wir versucht, gemeinsam einen Text zu schreiben. Dazu hier ein paar Ausschnitte. Die Songs von Garst stammen von C418 Cat. Als what? Das ist ja awesome. Immer bitte die Songs von Garst ab. Weil das ist, du musst dir wirklich so die Atmosphäre vorstellen. Du bist nicht mehr in der schönen grünen Welt, sondern du bist jetzt in der Hölle. Das heißt, alles ist rot um dich rum, alles ist voller Feuer. Und Schweinemenschen laufen um dich rum, die so leichte Schweinegeräusche machen. Ja, der Garst-Songs. Aber das ist, wenn sie sterben, das ist, wenn sie schließen und das hörst du die ganze Zeit. Creepy. Mega creepy. Das ist es. Und eigentlich wollten wir das bei mir dann kurz einsingen und fertig ist die Kiste. Aber dann hat Henning gesagt, ne, ich finde das so geil. Lass das richtig machen. Und jetzt sind wir am Tonstudio. Und zwar Flughafen Tempelhof. Hangar 4 irgendwo hier. Müsste das sein. Wir gucken mal. Hab den Aufnahmeraum gefunden. Das ist Markus, der Producer. Henning ist natürlich auch am Start. Gerade versuchen wir aus dem Instrumental rauszuhören, wie man was Besseres draus machen kann. Ich glaube, das ist halt so eine rein atonale Musik, weil es immer so über Fis nach G-Dur wieder hochgeht. Ja, das ist die Problematik, ja. Das habe ich den Leuten auch immer hier kurz mitgeteilt. Und jetzt wissen die das deswegen. Ja. Und jetzt gucken wir, was wir daraus machen können. Hast du Markus gehört? Nee, Markus hat den Drop gerade zum ersten Mal gehört und meinte, der Moment ist geil. Ja, der Moment ist geil. Markus, wir verstehen uns, Junge. G-übermäßig. Ah. Hast du gehört, Bram, das G-übermäßig? Ja, dann habe ich den vorher erklärt, dass die halt einfach bitte in die Kamera sagen sollen. Ja. Bram hat so gar keine Ahnung davon. Nicht so wie ich. Ey, Junge, ich habe schon ganze Songs gemacht, ja? Ich habe auch schon mehrere Songs gemacht. Das stimmt, aber du warst für den zweiten zum Beispiel schon mal im Tonstudio. Das ist richtig. Moment, war das jetzt ein Diss oder war das? Okay, das für dich. Also unser Plan ist jetzt, das Instrumental so umzuschneiden. Also Bram erklärt denen, wie die das umzuschneiden haben, damit das danach vernünftig klingt. Genau, das ist meine Idee. Ja. Okay. Peter steht da gerade und erklärt den Leuten jetzt, wie sie zu tun haben und dass die alles richtig machen. Sieht man ja gerade. Und man merkt in dieser Chefposition auch einfach, dass da jetzt nicht alles so läuft, wie das sein soll. Ah, jetzt kommt der kritische Blick wieder hier hin, damit auch alle vernünftig arbeiten. Das ist immer ganz wichtig. Die erste kriege ich mitgesungen, ne? Die erste Hälfte. Die zweite kriege ich. Jetzt wird es aber wirklich. Das ist total unrhythmisch schon. Aber einfach drei Klänge mitsingen. Eigentlich einfach bei dem Pattern bleiben, würde ich sagen. Ich finde schon krass. Ich frage mich gerade, ob das ist wie bei Videoschnitt. Ob das so in der Zeit drauf hast oder ob das einfach drin Talent ist. Also ist das, kann man das lernen oder ist das Talent? Was das machen, was du gerade machst, Markus. Beides, so wie fast alles. Lernen. Ja, genau wie was er macht. Also eine Talent, muss man die Stimme haben und dann muss man aber auch singen können noch dazu. Ja, okay. Aber das war jetzt gerade halt sehr beeindruckend, so dieses, okay, nee, da muss auf jeden Fall noch das rein. Du hast da ja zwei Elemente noch hinzugefügt.
Ja, das habe ich jetzt aber nur gerade für mich reingeschoben, erstmal zur optischen Orientierung, aber da dachte ich dann so, okay, da könnte jetzt ein bisschen Hals rein. Ja, aber genau, dass man so ein Gefühl dafür hat, so das ist so bei uns, wenn wir Videos schneiden, dann kriegen wir auch ein Gefühl dafür, okay, das muss raus, das muss rein, das muss raus und das muss rein. Das ist eigentlich das Gleiche. Ja, aber das ist halt faszinierend, sowas gerade miterleben zu dürfen. Ja, vor allen Dingen, weil ich stopp dann immer. Also nicht on the fly zu machen, sondern du machst immer eine Pause. Genau, und dann legt man halt so, was könnte jetzt passieren, so halt, dann probierst du es halt aus und so weiter. Aber da wird es halt on the fly gemacht. Das ist halt was ganz anderes als Videoschnitt. Jetzt frage ich mich halt, ob es daran liegt, dass das anders funktioniert, weil es halt 3 Minuten in dem Sinne immer nur sind und dich immer wieder mit denselben 3 oder 5 Minuten beschäftigst. Du kannst ja auch einfach das nicht, das was er erklärt hat, du kannst ja praktisch, wenn da die Aufnahme läuft, mit der Mauszeiger beliebig an eine andere Stelle springen und der bleibt intakt. Und das kannst du ja bei einem Videoschnitt nicht machen. Nee, das funktioniert nicht. Du random springst und sagst, okay, das passt jetzt noch zusammen. Ja. Wir haben jetzt 40 Minuten übersprungen, aber es passt jetzt noch zusammen. Und hier ist es ja so, das sind dann ähnliche Akkorde, ähnliche Melodien und so. Ja, das ist sehr beeindruckend. Ne? Was, ja, das ist ziemlich cool. Ich immer sage, was ich bei ihm am faszinierendsten finde, ist, dass er nach so vielen Stunden immer noch hören kann. Also wir haben zum Beispiel gestern mit Rapper gearbeitet. Halb 2 noch im Studio. Ach du Scheiße. Und dann halt irgendwie um 1:30 noch zu hören, dass im B-Teil irgendwo noch eine zweite Stimme ein bisschen leiser als die andere Stimme drunter liegt, die alle anderen nicht mehr hören und die dann noch rauszuschneiden. Das ist eigentlich so auch der absolute Produzentenskill. Also irgendwie sehr lange zuhören zu können und sehr lange Sachen wahrnehmen zu können. Mhm. Wo dann einfach ich schon längst einfach nur noch auf... Ich konnte nichts anderes mehr machen, als darüber nachdenken, was er für Melodien singt. Ich war komplett... Klar, aber so hat ja jeder seins, weißt du? Du bist halt voll in Text und Melodie und als Produzent ist man immer so voll auf, wie wird das fertig, was ist so die Form, die es noch kriegen muss, was fehlt noch. Das geht ja miteinander auch einher. Auch so, aber wäre blöd, wenn alle das Gleiche machen, ne? Ja. Kommt man auch nicht voran. Oh Gott. Sag mal, was Cooles. Was Cooles! Ich mag den Film 21 Jump Street unfassbar gerne. 22 lustig. Jump Street ist halt aber mit was Cooles, wo die am Ende das Videospiel machen und dann richtig krass abgehen. Ich glaube, der Joke kommt bei vielen Filmen vor. Ich kenne ihn nur daher. Vor allem, wenn er die Granate schmeißt. Sag, was Cooles, wenn du die Granate schmeißt und er springt aus dem Heli. Was Cooles! Minecraft ist das Super Mario unserer Generation, Dennis. Hast du dir Notizen gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das geht dich überhaupt nicht an. Du solltest dann nämlich weiterleiten. Die habe ich doch. Der besteht da oben drüber. Peter Smith, Junge. Ich kann auch nichts dafür, dass du auf dein Handy nicht guckst. Jetzt muss ich kurz auf den Drop warten. Leider. Ja, Logo. Was ist der Minecraft. 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 Enderman. Minecraft. Minecraft. Ender Dragon. Minecraft. Da war der Drop. Ja, mein Splitter. Okay, können wir da einfach nochmal von vorne starten? Ja. Every world is a real world. Jede Welt ist eine echte Welt. Jede Welt ist real. Jede Welt ist real. Real. Einmal hin, alles. Mein Kabel ist zu kurz. Das Problem kennst du sonst nur von dir, ne? Nee. Ich sehe halt immer nur bei anderen. Okay. Ich trage meinen immer so ein bisschen in die Arschritze. Das ist ja widerlich. Hey, das machen ganz viele Travestiekünstler. Das nimmt man Tapping, glaube ich. Dass man da quasi umknickt? Ja, und dann wird das festgeklebt tatsächlich. Ach du Scheiße. Damit man kein... vorne glatt aussieht. Ja. Können wir das bitte in den Song mit aufnehmen? Das ist schon markiert, ja. Ja. Geil. Ich würde sagen, es ist das Intro. Ja. Komplett. I took a look around. I saw the trees. And I cut them down. Every world is a real world. Jede Welt ist eine echte Real world. Warum jede verdammte Welt ist eine echte Welt? Deine Mutter auch. Egal, virtuell oder nicht virtuell. Ja, für dich schon. Sonst hätte ich die Hälfte meines Lebens nicht erlebt. Ja, so sieht's. Das wäre super traurig. Freundschaften schließen, Spaß haben, lachen. Sich ärgern, trollen, Liebe. Ja, okay. Digitale Liebe. Ich bin für digitale Liebe. Das könnt ihr abschalten. Das, nächster Song. Das war doch super. Das war richtig gut. Ja, easy game. Was hast du in deiner musikalischen Karriere? Erstmal lauter machen. Nee, alles gut. Wir waren hier ein Video machen. Ich bin ziemlich happy, muss ich sagen. Also ich hört mich ja singen. Mhm. Und ich finde, ich habe das gut gemacht. Ja. Hast du keine Angst davor, dass Henning irgendwie ankommen wird und seinen Platz zurückhaben möchte, nachdem du den jetzt einfach so gestealt hast? Nee, Henning ist ein Guter. Henning ist ein Guter. So, wir sind fertig.
Ja. Voll krass hier alles. Mhm. Ich hab die getrained jetzt, die Jungs, und ich glaube, die haben jetzt einen guten Song gemacht. Peter, was sagst du? War meine Züchtigung zu hart? Every world is a real world. Die Peitsche war ein bisschen übertrieben. Ja, das okay. Ist so ein bisschen. Schon muss nicht sein, eigentlich. Ja, ich habe beim besten gelernt, an der Stelle, Markus. Beim besten gelernt. Hat alles geklappt. Every world is a real world. So. Auf jeden Fall, Karla ist hier im Arsch. Ja, alle noch fit und so weiter. Henning fliegt jetzt direkt wieder auf Tour, fährt auf Tour. Ich fahre, ne? Ich fliege nicht. Ich fliege nur manchmal. Er fährt mit dem Bus. Wie heißt deine Tour? Ich fliege nur manchmal. Unsere Tour hat, glaube ich, gar keinen Namen. Also, wir heißen an My Kantera, ja, wir gehen immer auf Tour. Aber eure Tour jetzt, eure Musik sollte man sich geben. Ja. Genau. Danke. Nee, ich weiß gar nicht, wie unsere Tour heißt. Frühlingstour. Nein, jetzt spielen wir eigentlich Festival. Ah, Freunde-Festival spielen wir jetzt. Bald in Berlin und Dresden. Und ich fahre heute Nacht nach Winterthur, damit wir dort auf einem Festival spielen, dessen Namen ich vergessen habe. Gut, macht nichts. Wenn ihr auf dem Festival seid, lasst ein Like da. So, und wir fahren zu Hause, weil Peter muss jetzt gleich streamen, League of Legends, und ich nicht. Oh, aber ich spiele mit. Aber du spielst mit, immerhin. So, und danke, Markus. Ja, danke, der Song wird in ein paar Tagen dann kommen. Bitte. Freut euch drauf.